möchte, dass du die Ansage machst zu bei der Telekom. Oh, hallo nein, und nein, hier. Nein. Du musst mich explizit fragen, ob ich damit einverstanden bin, dieses Gespräch aufzuzeichnen für Werbezwecke. Herr Python, sind Sie damit einverstanden, dass wir dieses Gespräch zu Trainingszwecken aufnehmen? Nein. Nee, ist mir scheißegal, ich mache trotzdem drin. Ich hab einen Spielausschluss von Facebook gerade irgendwie gekriegt, mitten im Du bist down, ne? Also der Spieler. Ja. Oh, mein Herz. Steht die Base noch? Base ist weg. Echt? Laber nicht. Da kommt jemand, Uli. Wo? Zwei Leute. Drei Leute vor der Base. Alter, die laufen an mir vorbei. Da kommt jemand, Uli. Wo? Zwei Leute. Drei Leute. Base. Drei Leute vor der Base. Alter, die laufen an mir vorbei. Echt jetzt? Hier, da, vor uns irgendwo. Wir müssen eine erhöhte Position kriegen. Da hinten laufen sie. Warum rennen die weg? Das sind drei Leute gegen mich. Die haben irgendwas. Ja. Sollen wir hinterher? Ja klar. Es wird dunkel. Ne? Mhm. Oder die haben gehört, dass du hackst und hauen ab. Mhm. Ja, unten sehe ich sie. Komm, Odi, du hast eine Python. Scheiße, jetzt sind sie. Ich sehe nichts. Ach komm, Mann! Hits. Zwei Hits. Hit, einen habe ich. Tot oder was? Ja, einer ist tot. Wo war der? Hier, irgendwo hier. Empirical. Alter! Achso. Oh. Hab ihn. Hat der was in der Hand gehabt? Nee. Ja, kannst du vergessen, die anderen sind jetzt weg. Ja, ist so dunkel, die Scheiße hier. Naja, egal. Komm, ja, komm nicht zurück. Schade. Pass auf, folgende Problematik. Wir haben gerade geradet. Warte mal, ich will Peter mal ein paar Sachen fragen. Peter, du kannst noch mein Combat Log doch einsehen, ne, als Admin. Wenn ich am Server bin, ja. Ja, ich kenne mich auch ein bisschen aus, ich habe auch einen eigenen Server. Pass auf, ich wurde gerade von Facepunch gebannt. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Pass auf. Ich weiß, ich kann dir jetzt schwören, was ich will. Ich habe nichts benutzt, was nicht erlaubt ist. Bist down. Ich hab einen Spielausschluss von Facebook gerade eben gekriegt, mitten im Spiel. Du bist down, ne? Also der Spieler. Ja. Oh, mein Herz. Ich habe von Facepunch einen Bann gekriegt. Und Odi steht jetzt im Dreck, also wird jetzt in Dreck gezogen, weil er jetzt dargestellt wird. Ist ja klar, die Leute lesen. Banned bei Facepunch, so wie es halt steht. Ich habe über 5000 Spielstunden im Spiel. Und er ist jetzt derjenige, der so gesagt hat, ja, der YouTuber, bla bla bla, er wird jetzt in Dreck gezogen, weil die denken, ich habe gecheatet. Aber Python, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, klar, aber ich kann dir sagen, ich habe nicht gecheatet. Ich habe lediglich ein einziges Skript habe ich auf meinem PC. Und den kennst du wahrscheinlich auch. Und du weißt, glaube ich, wenn du dich auch ein bisschen damit auskennst, dass der nicht verboten ist. Ich habe die Gitarrenskript bei Rust habe ich auf meinem PC. Das weiß ich nicht, ich hab's mit Skripten nicht so, aber das liegt nicht in meinem Ermessen, das liegt im Ermessen von Facepunch und Co. Ja, ich hab mit Facepunch, mit ERC darüber geschrieben, die haben mir, ich hab davon sogar ein Bild, warte, ich such das gleich raus, ich kann das auch schicken, da steht, dass das kein Banngrund ist, wenn man das benutzt, weil im Endeffekt bringt es dir keinen Vorteil im Spiel, ist ja klar, du läufst da mit der Gitarre durch die Gegend und kannst da Thunderstorm drauf spielen, sag ich jetzt mal so aus Spaß.
Das Skript an sich kenne ich von Beachels, aber du weißt ja, ja nicht, wie das von Facepunch aufgefasst wird, wenn die da jetzt irgendwie den WAC oder so, also das ERC irgendwie neu überarbeitet haben und da keine Ausnahmen für sowas reinmachen, dann scheiße gelaufen, wa? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gebannt wurde, Udi da jetzt dasteht, als dass er mit Leuten zusammenspielt, die Hacks benutzt haben, nur weil ich eine Gitarrenskript benutzt habe. Was ist das für eine Scheiße? Weil du weißt ja bestimmt auch, oder ich weiß es jedenfalls, Rust bannt ja mit Hardware-ID-Band. Sprich, ich kann jetzt nicht mal mehr Rust auf meinem PC spielen. Fragst du mich zu viel, da kenne ich mich nicht aus. Das Problem ist ja jetzt eigentlich nicht deins, sondern dass die Gruppe in der Scheiße steht, ne? Das kotzt mich halt gerade auch mit am meisten an. Also, dass die Leute halt jetzt so dastehen, als wenn sie mit den Hackern zusammenspielen. Ich kann nur sagen, ich habe nicht gehackt und ob die Leute mir das jetzt nicht glauben in der Gruppe, ja oder nein, ist halt denen überlassen, aber ich habe wirklich nicht gehackt und das kotzt mich gerade richtig an. Tja, ich sag mal, da ich mich mit sowas nicht auskenne, kann ich dazu jetzt nicht wirklich was sagen. Warten auf die Antwort von Facepunch, vielleicht wirst du ja wieder freigeschrieben, weil sie da einen Fehler drin haben. Kann ja sein, aber es hört sich nicht gut an für dich, sag ich mal, im Positiven. Ne? Klingt schlecht, ja. Kannst du da rückwirkend mal gucken, bitte, Python, was im Chat war? Weil irgendwie sollte im Chat was gestanden haben. Ich hatte aber in dem Moment mein Inventar auf und habe nur eine orange Schrift gesehen, verschwommen. Und danach, weil ich auch nicht so viel achte auf den Chat, weil hier Leute vor der Tür standen, danach war überall zu sehen, haha, lol, rip, bla bla und so weiter. Das wäre schön, weil ich will einfach mal wissen, was steht da, was stand da? Ich kann es nicht sehen, rückwirkend. Im Video sehe ich es nicht, weil Inventar auf ist. Steht die Base noch? Base ist weg. Echt? Laber ja. Nicht. Scherz. Alter, Mann, Mercury, du Stück Modder aus dem Orient, Alter, ey. Sollen wir den erst töten? Tja, na, wenn musst du raus, ich bin voll. Okay. Boah, ich komme hinterher schüssen und verpiss mich dann ganz schnell. Ja, mach zu. Los. Sag, wenn ich raus kann. Warte. Ich sehe ihn nicht. Hast du da irgendwas geschrieben, Odi, dazu? Scheiß drauf, gar nichts. Da unten ist er, da unten ist er. Warte mal, Python. Ich glaube, Odi hat noch gar nichts geschrieben. Ah, daneben, fuck. Arbeit. Meine Güte, Alter. Ach. Also jetzt bitte Python, was? Hast du da irgendwas dazu geschrieben oder gar nichts? Ich habe dazu gar nichts geschrieben, ich habe nur im V-Chat geredet gehabt. Weil die Leute plötzlich ankamen und halt, ja, macht Spaß mit Hacker zu spielen. Lowfish gehört nicht zu euch, ne? Lowfish? Wer ist Lowfish? Nein, nein, das war Dings, Kevin de Gamba und... Roduke. Ja. Roduke ist auch wieder da. Mhm. Die beide waren vor der Base und haben das gesagt. Genau, und ich wusste halt im ersten Moment gar nicht, was die von mir wollten. Ich dachte, die sind vielleicht die Hausbesitzer und wollen jetzt hier Stunk machen, weil wir sie geradet haben. Unangemessenes Benehmen, entschuldigung. Kann sich einen neuen Account kaufen soll? Soll ich das jetzt offiziell aufnehmen oder nicht? Was kannst du aufnehmen? Kannst du natürlich rausschneiden, wie wir Nein. Ich schneide nichts raus. Das ist Rast, so wie Rast ist. Sterben, mal gewinnen, mal klappert man nicht. Also ihr wollt jetzt was? Ihr wollt euch jetzt entschuldigen für was denn überhaupt? Dass ihr gesagt habt, ich bin Hacker oder was? Ja, unser unangemessenes Verhalten. Dass wir so ein bisschen... Ja, ab und zu reden wir viel, okay? Also... Finde ich auf jeden Fall lobenswert, dass ihr, wie gesagt, er hat einen VAC. Er ist jetzt auch noch bei mir im TS drinne. Kannst du den von uns auf den Kopf spucken? Auf den Kopf spucken kann ich ihn von euch nicht. Ich meine, er wurde gebannt, ungefähr nach 20 Sekunden, nachdem er mich getötet hat. Also wegen dem. Also, wegen kann, dir. Da kann man eins und eins zusammenstellen. Aha. Nee, okay. Jetzt nicht wegen mir direkt, ich meine, ich hab's nur weitergeleitet. Ja, was aber das heißt auch? Ja nicht, dass er wegen mir gebannt ist, also. Das wäre jetzt ein bisschen zu hoch genommen. Okay, na dann, haut rein. Ciao. Was hat denn er erzählt? Jo. Wir können später reden. Jo. Er hat gesagt, man kann eins zu eins zusammenziehen, nicht schießen, machen wir nicht. Wollt ihr uns jetzt echt abballern? Nein, ich hab grad gesagt, nicht... Abballern? Nein. Ich hab gesagt, nicht schießen, machen wir nicht sowas. Geht weiter, alles gut. Er macht nix. Hör auf.
Mercury. Ja. Alter, der schießt doch. Ja, weil er denkt, dass wir ihn Rücken schießen wollen. Ist gut, geht weiter, alles ist gut. Geht weiter. Der einzige Kontakt, den Roduke hat, Alter, ist sein Freund Mysterion, Alter. Und der ist la, 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 la. Ja, ist so. Das gieb ich dann mal ganz schnell wieder raus. Kannst du natürlich rausschneiden, wie wir Nein. Ich schneid nichts raus. Das ist Rast, so wie Rast ist. Sterben, mal gewinnen, mal klappert man nicht. Also ihr wollt jetzt was? Ihr wollt euch jetzt entschuldigen für was denn überhaupt? Dass ihr gesagt habt, ich bin Hacker oder was? Ja, unser angemessenes Verhalten. Dass wir so ein bisschen. Ja. Ab und zu reden wir viel, okay? Also. Finde ich auf jeden Fall lobenswert, dass ihr, wie gesagt, er hat einen VAC, er ist jetzt auch noch bei mir im TS drinne. Kannst du den von uns auf den Kopf spucken? Auf den Kopf spucken kann ich ihn von euch nicht. Ihr könnt mir aber gerne was sagen, ich kann es weiterreichen. Nee. Sag ihm einfach GG, okay? Ja, mache ich, okay. GG soll ich dir sagen. Ihr habt ja noch ein paar Spiele. Darf so. Ich jemanden grüßen? Grüß noch jemand schnell. Ja, hallo Mutti und mein Bruder, ne? Schöne Grüße nach Hannover und toll, dass ihr hier zuschaut. Ja, okay, gut. Python, hast du noch was zu sagen? Mercury, Eagle, irgendjemand? Nee? Gut, dann sage ich jetzt auf Wiedersehen. Tschüss.